Ich möchte euch heute wieder 7 Spiele vorstellen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's! Bevor wir mit dem ersten Spiel beginnen, muss ich natürlich noch eine Kategorie ziehen, in der ich das Ganze heute einranke. Ihr wisst ja, ich habe hier so einen kleinen Beutel und ihr könnt eure Kategorien vorschlagen und die tue ich dann hier in diesen Beutel. Und ja, mal gucken, nach was wir heute einranken müssen. Und ja, ich sehe schon, das habe ich, glaube ich, nicht selber gespielt. Ein Glas kippt um. Welches Spiel darf es treffen? Oha! Okay, von, ja, darf es nicht treffen, Platz 7 zu, darf es auf jeden Fall treffen, Platz 1, wenn ein Glas umkippt. Das sollte natürlich nicht passieren, ist mir aber auch natürlich schon passiert. Ja, schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Sand. Sand hatte ich mir ja auf der UK Games Expo dieses Jahr gekauft in Birmingham und jetzt habe ich es endlich gespielt. Das Ganze ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel von Devir Spiele oder Devir Games. Und wir versuchen als Händler die einzelnen Dörfer in der Wüste zu besuchen. Wir reiten mit unserem Sandwurm quasi durch die Wüste und versuchen dort Waren zu kaufen. Wir versuchen dort Waren zu verkaufen und damit das meiste Geld zu generieren. Es ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel, was endlich mal nicht diesen krassen Netzwerkmechanismus noch zusätzlich hat. Dieses Netzwerk-Building, was ja viele Pick-up-and-Deliver-Spiele haben, bei dem ich mir ja erstmal einen Weg bahnen muss, meinem Kontrahenten den Weg irgendwie versperren kann, indem ich irgendwelche Teile drehe und so weiter und so fort. Das hat es tatsächlich nicht und das finde ich auch eigentlich ganz erfrischend, weil man ja ein bisschen besser vorausplanen kann im Grunde genommen. Es ist tatsächlich ein bisschen strategischer, habe ich das Gefühl. Und ja, dann reisen wir quasi mit unserem Sandwurm von Town zu Town und müssen dort Waren kaufen, aufnehmen und die dann woanders wieder abliefern und verkaufen. Und es gibt so 2 Mechanismen in dem Spiel, die mir wirklich sehr gut gefallen. Das erste ist einmal der Aktionsauswahlmechanismus. Wir haben im Grunde genommen ja verschiedene Aktionen zur Auswahl, aber wir können immer nur eine bestimmte Anzahl von Aktionen machen. Und diese Anzahl von Aktionen hängt damit zusammen, wie viel wir geladen haben auf unserem Sandwurm. Das heißt, wenn wir Waren geladen haben und einfach uns erstmal voll ziehen mit Waren, die wir dann irgendwo anders verkaufen wollen, dann sind wir so schwer, dass wir uns nicht mehr so oft bewegen können und nicht mehr so oft weit bewegen können. Das heißt, unsere Aktionen sind dann limitiert. Das ist ziemlich cool. Das heißt, man muss wirklich ein ziemlich gutes Timing haben und möglichst irgendwie in einem Zug alles Mögliche abdecken mit, ich gehe irgendwo hin, beziehungsweise eigentlich möchte ich am Anfang meines Zuges immer erstmal dastehen, wo ich irgendwelche Dinge tun möchte. Und dann ist das Erste, was ich mache, natürlich immer erstmal Waren aufnehmen. Dann möchte ich mich irgendwo hinbewegen und dann möchte ich die Waren abliefern. Das möchte ich alles möglichst in einem Zug machen, weil ich mir sonst halt diese Möglichkeit verbaue, mehr Aktionen zu haben, wenn ich das irgendwie so komisch splitte. Das ja, ist auf jeden Fall eine Timingfrage und relativ schwierig, ja, da irgendwie so das Optimum zu finden. Das finde ich ziemlich cool. Und dann gibt es noch natürlich so coole Upgrades, die man machen kann. Wir haben bei Sand einmal unseren Sandwurm, den wir ja upgraden können, der kann dann für ein bisschen weniger Ressourcen irgendwo hinfahren, der kann dann coolere Abkürzungen nehmen. Und dann gibt es noch einzelne so kleine Upgrades, die wir machen können, die uns dann spezielle Vorteile bringen auf der Karte. Dann können wir irgendwie noch ja auf unserem Zelt, man kann so ein Camp bauen, da kann man von dort Waren irgendwie einfacher nehmen und so weiter. Also da gibt es so ein paar Möglichkeiten und es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also es ist wirklich eines der besseren Pick-up-and-Deliver-Spiele, Sand von Devir. Dann habe ich es endlich geschafft, Era zu spielen. Era ist ein Spiel, was ich noch nachtragen musste, ja, beziehungsweise nachholen musste. Bei meiner 100. Gespielt-Folge wurde es nämlich gewünscht, dass ich das dort vorstelle. Ich hatte es leider bis dahin nicht, hatte nicht die Möglichkeit, es zu spielen, aber ich habe es mir besorgt. Das Paket hat auch ein bisschen auf sich warten lassen. Viele Grüße an Sven an dieser Stelle. Und jetzt habe ich es aber endlich gespielt. Und mir hat das wirklich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Mit der Erweiterung soll es ja vielleicht noch ein bisschen besser sein. Ich habe es mit der Erweiterung noch nicht gespielt, aber das werden wir definitiv noch ausprobieren. Wir haben jetzt, ich glaube, 3, 4 Partien haben wir gespielt. Und bei Era geht es darum, dass wir ein kleines Dorf bauen. Man muss sich das so ein bisschen, es ist ähnlich wie Tiny Towns vom Aufbau, nur dass wir nicht irgendwelche Plättchen oder Häuser irgendwie auf unser Board stellen, sondern wir haben ja so ein Plastik-Noppen-Board und können dort diese Häuser und die einzelnen Bauwerke rein
klicken oder reinstecken. Das heißt, das ist quasi so ein Stecksystem und so bauen wir uns in so einem kleinen Raster unsere kleinen Gebäude auf. Und das Ganze ist eigentlich ein Roll-in-Build-Mechanismus. Das heißt, am Anfang würfeln alle ihre Würfel gleichzeitig. Man hat dann so einen Kniffelmechanismus, kann auch entscheiden, neu zu würfeln. Manche Würfel darf man nicht neu würfeln. Und am Ende hat man dann, bestimmte Anzahl von Symbolen auf seinen Würfeln. Da gibt es Ressourcen, die man sich sammeln kann, die man einheimsen kann über seine Würfel. Es gibt Bauaktionen auf den Würfeln. Es gibt so Desaster-Symbole auf den Würfeln. Und da muss man dann auch schauen, dass man eine möglichst gute Anzahl von diesen Desaster-Symbolen hat, weil bestimmte Desaster sind nur für die anderen schlecht, bestimmte Desaster sind für mich dann speziell schlecht. Also da muss man ein bisschen taktieren, beziehungsweise ist es dann natürlich auch so ein bisschen Push Your Luck. Und dann versucht man innerhalb einer bestimmten Anzahl von Runden, das Spiel wird dadurch begrenzt, dass eine bestimmte Anzahl von Gebäudearten dann leer sein müssen, versucht man mit seinen Gebäuden Punkte zu machen. Es gibt Gebäude, die durch bestimmte Anordnungen Punkte bringen. Eigentlich möchte man alle seine Gebäude ummauern, weil dann die Gebäudepunkte verdoppelt werden. Da gibt es in der Erweiterung noch weitere Mechanismen mit so einem Fluss und so, glaube ich. Und dann versucht man die einzelnen Gebäudetypen irgendwie schlau anzuordnen und dann viele Punkte zu machen. Man kriegt natürlich auch neue Würfel noch bei bestimmten Gebäuden. Es gibt Produktionsgebäude, die einem immer Ressourcen noch geben am Anfang der Runde. Und dann baut man sich so ein bisschen was auf. Ich habe aber festgestellt, im Zweispielerspiel muss man das Ganze noch ein bisschen hausregeln. Es ist tatsächlich manchmal ein bisschen zu kurz, besonders wenn man das forciert. Das heißt, normalerweise ist es bei zwei Spielern so, dass drei Gebäudearten leer sind und dann ist das Spiel vorbei. Das würde ich tatsächlich auch auf 4 erhöhen an eurer Stelle. 4 oder 5 sogar, damit ihr ein etwas längeres Spiel habt, damit das ein bisschen mehr Spaß macht. Aber ansonsten muss ich sagen, hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ein schönes Zwischendurchspiel. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Spiel so ein Insert oder so ein Inlay wirklich Sinn macht, weil es ist eigentlich super schnell aufgebaut, nur das nervt halt jetzt diese ganzen Gebäude, die ja auch sehr eckig und kantig sind, aus diesen Tüten zu holen und am Ende auch wieder in diese Tüten einzuräumen. Das heißt, ich glaube, wenn man so kleine Schälchen in dieser Packung hätte, die man einfach nur so auf den Tisch stellt, dann wäre das mega, wenn man dann tatsächlich keine 2 Minuten zum Aufbauen braucht und dann einfach direkt losspielen kann. Era, hat mir wirklich Spaß gemacht, ein wirklich schönes Spiel. Dann kommen wir zu einem mittelschönen Spielerlebnis, muss ich sagen. Ich wurde gefragt, ob ich mir das Spiel Ultimate Voyage angucken möchte. Das ist ein Kickstarter, der im Oktober startet und ich habe einen Prototypen zugeschickt bekommen mit einer Vorregel, einer nicht finalen Regel. Und ich habe es mir versucht reinzuziehen, wir haben es versucht zu spielen und die Regeln waren zum Teil noch fehlerhaft, muss man sagen. Da waren Tabellen, die nicht gestimmt haben. Das ist aber auch alles okay, weil es ein Prototyp ist. Das sagt erstmal nichts über das Spiel aus. Es war einfach nur ein bisschen schwierig reinzukommen und deswegen hatte ich einfach auch nicht so eine tolle Erfahrung damit jetzt in den ersten 2 Partien. Und es ist ein Spiel, bei dem wir eine Handelsflotte spielen. Also wir repräsentieren irgendwie das chinesische Kaiserreich, jeder von uns. Und wir müssen zu den einzelnen Handelsposten, zu den einzelnen Häfen fahren, dort mit denen Beziehungen aufbauen. Wir müssen dort solche Plättchen kaufen oder wir müssen so Handelsplättchen uns holen, also Waren austauschen im Grunde genommen. Es gibt Leisten, auf die wir hochlaufen können. Man kann ein bisschen kämpfen. Es gibt so Begegnungskarten und so. Es wirkte irgendwie alles ganz nett und ich fand es da auch irgendwie ganz cool aus. Und deswegen habe ich dem auch zugesagt, dass ich mir das angucke. Und jetzt bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich werde nochmal vielleicht ein detaillierteres Video machen dann im Oktober, wenn das Ganze dann auf Kickstarter startet. Aber Stand jetzt muss ich einfach sagen, dass das Spiel tatsächlich mir nicht so gut gefällt. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese einzelnen Aktionen, die man hat, und eigentlich ist der Aktionsauswahlmechanismus ziemlich cool, denn es ist so ähnlich wie bei Archeonova. Wir haben Aktionskarten und diese Aktionskarten sind in so einer Reihenfolge von links nach rechts, sind die dann von schwach nach stark geordnet und wenn man dann eine benutzt, dann schiebt man die ganz nach links, also sie wird dann schwächer, also beziehungsweise wird immer stärker, je länger man eine Karte nicht benutzt. Und dann gibt es Aktionspunkte, die kann man dann ausgeben für die Aktion, um bestimmte Dinge zu tun.
Und dann kann man restliche Aktionspunkte noch in so Standardaktionen ausgeben. Das muss ich sagen, ist alles eigentlich wirklich ganz gut durchdacht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese einzelnen Aktionen ja miteinander verzahnt sind. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie das machen muss und dann kann ich erst das machen und das schaltet wiederum das frei. Ich habe halt nicht diese Verzahnung, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich klar ist, was ich tue. Ich fahre irgendwie zu einem Hafen, das heißt, meine erste Aktion ist auf jeden Fall, ich segel irgendwo hin. Das ist relativ einfach, weil wenn ich irgendwo anders starte, wo ich nichts machen kann, dann muss ich halt irgendwo anders hinsegeln. Und wenn ich dann da angekommen bin, dann habe ich ja zwei Optionen. Entweder ich hole mir irgendwie so ein komisches Handelsplättchen, wenn meine Aktionspunkte stark genug sind, oder ich baue irgendwie Beziehungen mit denen auf, oder ja, ich kann da verschiedene Dinge tun. Aber das hat alles irgendwie nichts miteinander zu tun und so richtig einleuchtend ist es mir noch nicht ganz, warum ich irgendwas tun sollte und irgendwas anderes nicht tun sollte oder ja, wie das irgendwie alles miteinander zusammenhängt, ja, kommt mir irgendwie nicht genug verzahnt vor. Kann ich nicht ganz genau beschreiben. Ich hoffe, ich werde da noch durchsteigen und ja, werde mir definitiv in ein paar Wochen dann auch nochmal die geupdatete Regel reinziehen und dann mal zu gucken, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat. Ja, davon wollte ich euch erzählen. Also ihr werdet vielleicht noch ein bisschen was zu dem Spiel hören hier auf meinem Kanal. Muss man mal gucken, wie sehr im Detail. Wahrscheinlich mache ich kein Einzelvideo, sondern ich werde dann einfach noch mal in einem gespielt Video final darüber berichten, wie es mir dann gefällt und ob ich euch eine Empfehlung aussprechen kann für den Kickstarter oder nicht. Also ja, müsst ihr ein bisschen dranbleiben, aber ich wollte euch schon mal erzählen, dass ich das jetzt schon mal gespielt habe und mir schon mal angeguckt habe. Ultimate Voyage. Dann habe ich einige Partien Peep gespielt. Peep ist eine, ja, was soll man sagen? Es ist irgendwie Flügelschlag in anders? Eigentlich nicht. Es ist ein Vogel-Unlock-Spiel, also wo wir Vogel anlocken wollen. Also nicht anlocken, sondern anlocken. Und wir wollen im Grunde genommen mit den Vögeln ein bisschen Area Control, Area Majority betreiben. Das Ganze heißt im Englischen Purge und kommt jetzt demnächst auf Deutsch bei Skellig Games heraus und ich habe einen Prototyp zugeschickt bekommen und ich muss sagen, es hat mir wirklich ganz gut gefallen. Also Peep ist ein, würde ich sagen, ein Einsteiger Area Majority Spiel, was aber so den einen oder anderen Kniff hat. Kurz vorweg, zu zweit kann ich es halt überhaupt nicht empfehlen, weil zu zweit Area Majority ist sowieso zu zweit doof, aber bei diesem Spiel speziell verändert das auch noch so ein bisschen die Statistik bzw. die Verteilung der Vögel, die man zur Verfügung hat, um diese auf die einzelnen Orte zu setzen. Würde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber deswegen, ich würde es auf jeden Fall zu dritt oder zu viert spielen an eurer Stelle, wenn es dann kommt. Und es geht darum, dass wir, ja, wir haben eine bestimmte Anzahl von Orten. Das sind so kleine Plättchen. Die einzelnen Orte haben teilweise Spezialeffekte, wenn man Vögel draufstellt. Oder die haben solche Fressfeinde der Vögel oder irgendwelche Konkurrenten von Vögeln, die man dann kontrollieren kann, die Spezialeffekte haben. Und dann ist es so, dass wir am Anfang der Runde Vögel aus einem Beutel ziehen. Da sind Vögel von allen Mitspielenden drin und dann bekommt man noch eine bestimmte Anzahl von seinen eigenen Vögeln. Und so hat man dann ja, vier Vögel vor sich liegen und das können irgendwie nur eigene sein. Es können aber auch gegnerische Vögel mit bei sein. Und dann, immer wenn man dran ist, kann man im Grunde genommen einen Vogel auf einen Ort stellen. Und dann passiert halt irgendwie was von dem Ort oder es passiert halt nichts. Dann hat man noch diese Spezialfähigkeiten von diesen Tieren, die man noch auslösen kann. Und dann geht das so lange rum, bis ja, alle ihre Vögel gesetzt haben. Und dann gibt es quasi nach jeder Runde eine Wertungsphase. Und dann schaut man bei den einzelnen Orten, wer wie viele Punkte bekommt. Und der Gag ist halt, dass die einzelnen Orte nicht immer am meisten Punkte bringen, wenn man da die meisten Vögel hat, sondern es gibt halt Orte, wo man die meisten Punkte bekommt, wenn man die wenigsten Vögel drauf hat. Aber man muss natürlich irgendwie vertreten sein. Und dann gibt es noch so kleine Gimmicks, es gibt so Nester, da ziehen die Vögel doppelt, es gibt so Vogelhäuschen, da zählt auch nochmal 5 Vögel, man kann den Vogelturm nicht weiterbauen, denn ja, man stapelt diese Vögel alle übereinander. Das sind so kleine Plastikvögel, wie ja, so kleine Täubchen, sag ich mal, sehen die so leicht aus und die kann man so übereinander stapeln und dann sieht man halt auch gleich an der Höhe des Turms, wer wie viele Vögel so auf dem Board hat, wer das kontrolliert. Ja, ein sehr schönes Einsteiger-Area-Majority-Spiel, bei dem man so ein bisschen diesen Mechanismus lernen kann, dass man was kontrollieren muss, dass man irgendwo die Mehrheit haben muss. Ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Dann haben wir mal wieder die ein oder andere Partie Hitster gespielt und diesmal haben wir Hitster Guilty Pleasures gespielt. Ich hatte eigentlich ja schon eine Hitster Guilty Pleasures Version hier bei mir, aber das war die niederländische und tatsächlich bin ich einfach zu dem Schluss jetzt auch gekommen, dass die niederländische Guilty Pleasures Version nicht zu empfehlen ist, muss man sagen. Es sind sehr viele niederländische Songs bei und
sehr viele englischsprachige Songs, bei denen ich aber vermute, dass sie entweder ein Niederländer gesungen hat oder dass die einfach in Deutschland nicht so bekannt sind wie in den Niederlanden und dass man einfach sehr viele Songs dann gar nicht kennt und es sehr schwierig ist, diese einzelnen Karten rauszusortieren. Und jetzt haben wir die deutsche Guilty Pleasures Version einmal gespielt und ja, ich muss sagen, wow, richtig, richtig cool. Es waren wieder richtig viele coole neue Lieder dabei. Ein paar kennt man natürlich schon, ein paar doppeln sich dann im Vergleich zur Summer Party und zur normalen Version. Aber ja, also für jeden Hitstar-Fan, für jeden Hitstar-Liebhaber ist diese Guilty Pleasure-Version auch wieder ein Muss, muss ich sagen. Richtig viele coole Songs dabei, bei denen ich manchmal auch denke, so, ah, eigentlich will ich das gar nicht kennen, aber irgendwie kenne ich es und warum zum Teufel kann ich dann auch noch mitsingen? So? Und dann, ja, ist auf jeden Fall immer wieder eine gute Stimmung, hat wieder richtig Spaß gemacht. Ist einfach eines der Dauerbrenner hier bei uns als Absacker. Hitstar kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wer von euch noch gar nichts von dem Spiel gehört hat, vielleicht noch mal ganz kurz, worum es geht. Bei Hitstar haben wir solche kleinen Karten, auf denen ja, auf der Rückseite ein QR-Code abgebildet ist. Auf der Vorderseite sieht man immer ein Ja und einen Interpreten mit einem Songtitel. Und das Ja ist natürlich das Jahr, in dem der Song veröffentlicht wurde. Und dann geht es darum, diese Songtitel chronologisch einzuordnen. Und mit diesem QR-Code kann man dann ja, bei Spotify das Lied abspielen. Und man muss es anhand ja, nur des Hörens oder anhand des Songs, den man bei Spotify dann hört, einordnen. Und dann kann man noch erraten, welcher Song das ist. Und dann kriegt man noch so einen Bonus. Und ja, richtig, richtig cool, muss ich sagen. Macht richtig viel Spaß. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Dann haben wir mal wieder die Gilde der fahrenden Händler gespielt. Das Spiel gibt es auf Englisch ja schon seit einiger Zeit, ist jetzt aber kürzlich auf Deutsch erschienen, letztes Jahr, und wurde dementsprechend auch direkt für das Spiel des Jahres nominiert, für das Kennerspiel des Jahres nominiert. Heute Abend war ja die Preisverleihung zum Kennerspiel des Jahres und zum Spiel des Jahres und die Gilde der fahrenden Händler hat es nicht geschafft. Schade, aber man muss sagen, E-Mission hat es ja gewonnen und ja, es ist auch verdient, muss man sagen. Es ist auch ein sehr schönes Spiel. Aber wir haben die Gilde der fahrenden Händler jetzt mehrere Male mal wieder gespielt, einfach ja, weil es so ein bisschen wieder präsent war und weil es auch einfach ein sehr schönes Zwischendurchspiel ist. Es ist so ein Wohlfühlspiel, was man nach dem harten Arbeitstag, und bei mir sind die Tage tatsächlich im Moment einfach sehr lang, weil wir gerade ein Haus renovieren, und da hat man vielleicht abends dann nicht mehr so viel Lust, so viel Power, was zu spielen, was Großes zu spielen, und deswegen kommt die Gilde der fahrenden Händler da gerade recht. Bei die Gilde der fahrenden Händler versuchen wir auf einer kleinen Karte, die eingeteilt ist in verschiedene Landschaftstypen und kleine Felder, unsere kleinen Erkundungswürfel zu setzen. Dann versuchen wir Häuser zu bauen, damit wir in der nächsten Runde weiter erkunden können. Und das Ganze funktioniert so, dass immer eine Karte aufgedeckt wird, die einen Gebietstyp zeigt und eine bestimmte Anzahl von Feldern zeigt. Und dann können alle Spieler gleichzeitig ihre kleinen Würfel setzen und dann versucht man Handelsrouten zu verbinden, man versucht kleine Schätze zu bergen, man versucht solche Türme zu bauen. Ja, und dann am Ende gewinnt derjenige, der das meiste Geld hat. Auch durch Aufträge kann man noch Geld erlangen. Ja, ein sehr schönes, kleines Flip-and-Build-Spiel oder Flip-and-Place oder Roll-and-Write-and-Anders, wie ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall muss ich sagen, ja, macht immer wieder Spaß und ist einfach immer wieder ein sehr schönes Spiel. Schade, dass es so lange auf sich hat warten lassen, die deutsche Umsetzung. Aber na, immerhin eine Nominierung zum Kennerspiel des Jahres ist ja auch schon mal was. Und der Pöppel wird sich sicherlich auf der Packung dann dieser Nominierungspöppel auch sehr gut machen, muss ich sagen. Aber ja, ein tolles Spiel. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und dann ist vor kurzem ein kleines Paket eingetrudelt von einem Spieleschmiedeprojekt, was ich unterstützt hatte. Ich konnte mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wann ich das gemacht habe und worum es sich bei diesem Spiel gehandelt hat. Aber jetzt, wo ich es gespielt habe, muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Kabal ist wirklich ein richtig cooles Stichspiel. Es gibt noch mittlerweile Stichspiele wie Sand am Meer, die alle irgendwie einen super tollen, besonderen Mechanismus hat. Da kann man tatsächlich eine eigene Top 100 mittlerweile draus machen, so gefühlt. Wahrscheinlich nicht ganz 100, aber so eine Top 20 definitiv. Und auch hier bei Kabal haben wir wieder einen sehr originellen Mechanismus. Eigentlich haben wir jetzt nur ein ganz normales Stichspiel. Es gibt wieder verschiedene Farben, es gibt Joker, es gibt Strümpfe etc. pp. Also alles, was man für ein Stichspiel irgendwie benötigt. Aber der Gag ist, dass jedes Mal, wenn man einen Stich gewinnt,
eine kleine Figur als Opfergabe oder als Opfer in so ein Raster stellen muss. Und man dann muss immer gucken, okay, welche Karten waren jetzt gerade im Stich und welche Karten auf diesem Raster sind noch frei, wo kann ich das draufstellen. Es erinnert ein bisschen an Cat in the Box, ist aber ja ein bisschen weniger starr, ein bisschen weniger statisch, denn bei Kabal bewegt sich ganz schön viel, denn wir können diese ganzen Opfer-People, die dann irgendwann auf diesen Karten stehen, ganze Zeit rumschubsen. Das heißt, wenn ich mir ein Männchen irgendwo hinstelle auf einer Karte, wo schon ein Männchen steht, dann schubse ich das Männchen irgendwo hin und dann wird irgendwie wieder ein anderes Männchen weggeschubst. Also wir haben da so eine große Schubserei und das Ziel dieser ganzen Schubserei und dieses Placements auf diesen Karten ist, dass wir ja so im Tic-Tac-Toe-Mechanismus eigentlich nur drei Männchen in einer Reihe oder in einer Spalte nebeneinander haben wollen, um dann das erste Opferritual fertigzustellen. Und das Ganze wollen wir dann dreimal machen und wer das dreimal als erstes geschafft hat, der gewinnt das Spiel. Ja, ein wirklich sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Dieses Stichspiel spielt sich natürlich gleich irgendwie schön weg, aber dieser Mechanismus mit diesem Raster, wo ich meine Männchen drauf platzieren muss, das hat nochmal so eine zusätzliche taktische Ebene, weil ich zum einen ja schauen möchte, okay, wo möchte ich, also welchen Stich möchte ich gewinnen und was muss in diesem Stich enthalten sein, damit ich mein Männchen auf eine bestimmte Karte platzieren kann. Wenn ich aber schon weiß, dass ich dort keine mehr platzieren kann, weil die Karte vielleicht schon weg ist, dann gucke ich vielleicht auf andere Karten und versuche dann meine Männchen so rumzuschubsen, dass ich dann irgendwie doch in eine Linie komme. Also dieser Schubsmechanismus, dieser Platzierungsmechanismus ist wirklich nochmal ein toller taktischer Kniff, bei dem ja das Spiel wirklich viel richtig macht und wenig falsch. Und tatsächlich hat es auch mir zu zweit extremst gut gefallen. Also das kann man wirklich auch zu zweit gut spielen, aber zu dritt und zu viert ist diese Schubserei dann nochmal ein bisschen anders. Ist ein bisschen unvorhergesehener, wenn man zu zweit spielt, läuft es halt irgendwann darauf hinaus, dass beide Spieler alle ihre Männchen auf dem Platz haben. Beide haben irgendwie vielleicht schon ja ein oder zwei Rituale durchgeführt. Das heißt, es sind auch weniger Männchen im Spiel insgesamt, weil immer jedes Mal ein Männchen rausgenommen wird. Und dann ist es auch schwieriger, diese Reihe zu vervollständigen. Und dann ist es sehr taktisch, dass man, ja, man darf dann halt keinen Fehler begehen. Das ist dann so ein bisschen so ein kleines Fehlerspiel, weil wenn ich die falsche Karte in den Stich spiele und der Gegner gewinnt den Stich, dann kann er sein Männchen da irgendwie platzieren oder sich dahin bewegen und dann hat er gewonnen. Ja, aber macht wirklich sehr viel Spaß. Ich bin sehr positiv überrascht und vor allen Dingen finde ich auch das Thema ganz witzig. So dieses mit dem, ich platziere da irgendwelche Opfer und ja, nimmt sich nicht so ganz ernst. Das ist ein bisschen humorvoll. Das mag ich sehr gern. Dann kommen wir zum Schluss noch ganz kurz zu dem kleinen Ranking. Heute in der Kategorie ein Glas kippt um. Welches Spiel darf es treffen? Auf die 7, nämlich am wenigsten darf es treffen, die Gilde der fahrenden Händler. Ich finde, das Spiel wirkt sehr wertig mit diesen schönen, ja, beschichteten Tableaus, mit diesen kleinen Karten. Ich finde, das wirkt, sieht alles super toll aus und da würde mir es, glaube ich, am ehesten das Herz bluten, wenn ein Glas Wasser drauf fällt und das Ganze aufquillt. Daher Platz 7 für die Gilde der fahrenden Händler. Auf Platz 6 würde ich Sand setzen. Sand ist auch wirklich ein sehr wertiges Spiel mit wirklich tollen kleinen Plättchen, die man auch in sein Tableau stecken kann. So ein bisschen Double-Layered Playerboard hat es. Und wenn so ein Double-Layered Playerboard auch aufquillt, es ist nicht so schön. Daher Sand auf die 6. Auf die 5 würde ich Hitster setzen. Hitster besteht wirklich nur aus ganz, ganz vielen Karten. Ja, wenn die irgendwie markiert sind, wäre es echt richtig blöd, weil man dann ja vielleicht schon weiß, okay, das ist der und der Song. Auf der anderen Seite ist Hitster auch nicht so wirklich teuer. Das heißt, ja, wenn da mal ganz, ganz viele Karten kaputt gehen, dann holt man sich das Spiel oder man sortiert die blöden Karten einfach aus. Es sind ja genug Karten vorhanden, sodass man sowieso nicht mit allen Karten immer spielen kann. Ja, aber trotzdem, es würde dadurch, dass das auch schon wirklich häufig auf den Tisch kommt, würde ich echt ein bisschen böse werden, wenn da ein Glas Wasser drauf fällt. So böse natürlich nicht, aber ja, deswegen Hitster auf der 5. Auf die 4 setze ich Piep. Piep hat relativ viele Plastikkomponenten und das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Wasser raufkommt. In der Mitte sind so ein bisschen diese Papporte, da wäre das nicht so toll. Die quillen, glaube ich, relativ schnell auf und sehen dann auch, glaube ich, relativ schnell ranzig aus. Es gibt auch noch so ein paar, ja, dieses Springbrunnen-Tableau, noch so ein paar andere Komponenten, da wäre das auch nicht so schön, aber nichts, was man nicht ersetzen könnte. Ja, Piep auf der 4. Auf die 3 setze ich Kabal. Eigentlich wäre es schon auch doof bei Kabal, vor allen Dingen, weil man ja die Karten wirklich dann
erkennen könnte. Und bei einem Stichspiel zu erkennen, wer welche Karten auf der Hand ist, schon richtig blöd. Aber ja, wenn es auf den Tisch fällt, meistens hat man seine Karten ja in der Hand und nicht irgendwie auf dem Tisch. Vielleicht höchstens die gewonnenen Stiche und ja, dieses Raster. Aber das ist alles kein Hexenwerk, das irgendwie neu zu besorgen. Es ist wirklich ein sehr günstiges Spiel, ein sehr günstiges Stichspiel. Da ja, mache ich mir keine Sorgen, wenn da so ein bisschen Wasser auf den Tisch fällt. Das würde ich jedem verzeihen. Auf die 2 nehme ich Era. Und zwar, ja, es hat eigentlich im Grunde genommen keine Pappkomponenten. Es sind nur diese, ja, es ist dieser Plastik, dieser Plastikaufbau. Dann haben wir diese Plastikhäuser. Wir haben Würfel, die sind nicht aus Holz, sondern wahrscheinlich auch aus Acryl. Und ja, deswegen, ich glaube, wenn ich mir so recht entsinne, ist kein einziges Pappteil dabei. Das kann man ja safe auf den Tisch irgendwie mit Wasser, das kann man sogar in der Badewanne spielen im Grunde genommen oder im Pool. Das ist eigentlich ein geiles Poolspiel. Das müsste man mal ausprobieren im Sommer. Und ja, da ist es nicht so schlimm. Höchstens die Packung, das wäre ein bisschen ärgerlich, die schöne große Packung, wenn die nass wird. Aber ja, auf die 2 habe ich es deswegen gesetzt. Ja, und auf die 1 habe ich Ultimate Void gesetzt, weil es einfach ein Prototyp ist. Es ist völlig egal, wenn es kaputt geht. Es wird nicht langfristig in der Sammlung bleiben. Sobald das echte Spiel da ist, wird es ersetzt. Und ja, der Prototyp wandert so oder so irgendwann in der Tonne. Daher, ja, ist überhaupt nicht schlimm, wenn das ein bisschen nass wird. Die Teile sind sowieso alles Prototypenmaterial. Das ist überhaupt nicht schlimm. Daher, ja, save die 1 für Ultimate Voyage. Das war's wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch so ein bisschen über die Spiele informieren. Ihr habt ein bisschen ja, was mitgenommen. Ich hatte auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Videodreh, beim Schnitt, bei allem, was hier dazu gehört, diesen Kanal zu betreiben. Habe ich wirklich sehr viel Spaß und es freut mich, wenn ich euch ein bisschen was zurückgeben kann. Ich würde mich natürlich über eure Unterstützung freuen, hier meinen Kanal weiter zu unterstützen, weiter wachsen zu lassen. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr ein Abo dalasst, indem ihr fleißig meine Videos guckt, indem ihr auch mir gerne einen Daumen nach oben gebt und auf jeden Fall auch immer Comments dalasst. Das lese ich vor allen Dingen auch sehr gerne. Es motiviert einen einfach hier weiterzumachen und ja, diese Videos in seiner Freizeit zu machen, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Hier hätte ich eine kleine Top-Liste für euch, die ich gemacht habe. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist da was dabei. Ansonsten schaut einfach mal hier auf meinem Kanal. Ich habe unzählige Videos über Brettspiele. Ja, vielleicht ist was für euch dabei. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.